Ramona Roth ist Diplom-Restauratorin hier und wir haben Sie vorhin schon ein bisschen beobachtet. Das ist ein Mikroskop, nehme ich mal an. Genau. Was machen Sie damit? Das Mikroskop ist uns ein treuer Helfer bei der Voruntersuchung am Gemälde vor allem. Wir setzen uns erstmal damit auseinander, wie ist das Bild aufgebaut, was hat es für Schichten. Mit dem Mikroskop können wir auch den Zustand des Bildes besser bewerten. Also wenn man einfach mit dem bloßen Auge guckt, scheint das Bild erstmal, abgesehen von dem Bruch hier oben in der Ecke, in einem guten Zustand. Wir gucken aber genauer hin und gucken auch auf die Malschicht in anderen Bereichen. Gibt es hier vielleicht Stellen, die sich vom Bildträger abheben, die nicht mehr so eine gute Haftung haben? Da nutzen wir auch unterschiedliche Lichtsituationen. Man kann hier beim Mikroskop dann zum Beispiel auch nur von einer Seite beleuchten. Dann hat man das sogenannte Streiflicht und kann da sehr schön die Oberflächenstruktur sehen. Das kann ich Ihnen auch gerne mal zeigen. Ich zeige Ihnen jetzt einfach nochmal, wie man mit dem Streiflicht die Oberfläche besser betrachten kann. Also es gibt hier zum Beispiel eine Partie, die haben wir uns vorher schon mal angeguckt. Da ist uns aufgefallen, dass es Malschichtschollen gibt, die sich ablösen von der Oberfläche. Das sieht man so erstmal nicht, aber mit dem Mikroskop und dem richtigen Licht kann man das dann erkennen. Ich bin jetzt aktuell hier als Freiberuflerin tätig, war hier vorher im Volontariat für ein Jahr und habe vor allem an einem großen italienischen Tafelgemälde gearbeitet und das auch ausführlich voruntersucht. Wie lange dauert denn so eine Voruntersuchung? Das kommt drauf an, erstmal auf die Größe. Das ist jetzt ein relativ handliches Werk noch im Vergleich zu anderen Tafelgemälden, die wir hier an der Gemäldegalerie haben. Je nachdem, wie ausführlich man das macht, da hier jetzt eine vollständige Restaurierung durchgeführt wird, nehmen wir uns viel Zeit für die Voruntersuchung und das ist im Idealfall hat man da 2-3 Wochen für Zeit. Das ist aber immer abhängig davon, wie viel Zeit zur Verfügung steht. So, jetzt geht's los hier. Man kann dann einfach auch Vor- und Nachzustandsuntersuchungen machen. Bei dem Bild werden wir auch den Firnis abnehmen, also den vergilbten Überzug, der jetzt auf der Oberfläche liegt. Und da haben wir hier an dieser Stelle zum Beispiel schon eine Probe gemacht, wie sich dieser Überzug lösen lässt und wie die Malerei darunter dann zum Vorschein kommt. Das ist eben besser, wenn man das in sehr kleinen Maßstab macht. Früher haben die Restauratoren, denen eben noch nicht diese Technik zur Verfügung stand, deutlich größere Proben und Tests machen müssen. Das ist jetzt bei uns sehr schön, da wir das wirklich auf einen ganz kleinen Maßstab beschränken können. So, was wir da jetzt sehen, ist so quasi der Ausschnitt unterer Ärmel. Genau, das ist hier der rote Mantel von dem Christus und wir haben hier den Rand von dem Gemälde. Hier sieht man noch den Kreidegrund, der unter der Malerei liegt und auch unter der Vergoldung des Rahmens lag. Das hier ist der rote Mantel und man sieht hier die Malschichtschollen, die sich abheben vom Kreidegrund und die wir eben festigen müssen. Also wir werden mit dem Pinsel unter die Scholle den Leim bringen und dann versuchen, die Scholle wieder niederzulegen, dass sie wieder ausreichend Haftung zum Untergrund hat. So, jetzt haben Sie ja noch eine zweite Stelle ausgesucht. Mhm. Wir sind jetzt hier im Bereich des Himmels und bei dem eigentlichen Farbe sieht man, also bei der Farbe des Himmels sieht man schon, dass hier der Firnis, also der Überzug, der auf der Malerei liegt, sehr vergilbt ist. Eigentlich haben wir hier ein schönes Hellblau, das wirkt jetzt sehr grünlich durch diesen vergilbten Überzug. Und in diesem Bereich haben wir schon eine kleine Abnahmeprobe gemacht von dem Firnis und können hier eben die eigentliche Farbe der Malerei ganz gut erkennen.
Ja, ein wenig Zeit haben die Restauratoren noch für ihre Arbeit, denn die Ausstellung, die Botticelli-Renaissance, eröffnet erst am 24. September hier in der Gemäldegalerie am Kulturforum am Potsdamer Platz. Tja, und das war's von uns. Danke fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.